Okay, also, dann beenden wir das Ganze mit einer meiner absoluten Lieblingsautorinnen im Jugendbuch. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass die kaum jemand kennt, weil dann kann ich nicht immer sagen, ich habe da einen super Tipp. Und die schreibt auch noch nicht so lange, also das ist Jenny Valentine. Die hat angefangen mit Wer ist Violet Park? Dann folgte Kaputte Suppe, habe ich jetzt leider gerade nicht dabei. Dann Die Ameisenkolonie und jetzt zuletzt Das zweite Leben des Cashel Road Night. Und das stelle ich heute Abend vor. Und Jenny Valentine, also was mir dann aufgefallen ist in der Vorbereitung, ich habe alle vier gelesen, war von allen vier begeistert. Das ist jetzt der erste Krimi, Jugendkrimi, den sie geschrieben hat. Und ich habe aber so gedacht, eigentlich haben alle vier Bücher etwas gemeinsam. Es geht um Geheimnisse. Es geht jetzt gar nicht mal so sehr darum, dass die Handlung besonders spannend wäre bei diesen drei vorigen oder dass man die ganze Zeit irgendwie da sitzt und sagt, oh, wie geht's weiter, sondern dass diese leise Spannung, die ein Geheimnis innerhalb einer Familie auslösen kann, ja, wenn man nicht miteinander spricht, wenn man nicht miteinander redet, dass das immer so ihr Thema ist. Ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, aber irgendwie rankt es sich immer wieder um dieses Thema. Bei Cashel Road Night ist es so, wir beginnen mit der Geschichte von Chap, ein obdachloser Junge, der sich so durchschlägt mit Gelegenheitsjobs, mit von der Hand in den Mund leben und eines Tages wird er von der Polizei aufgegriffen, kommt in eine Jugendverwahrung, sage ich mal, und eines Tages kommen die Polizisten rein und sagen, so, wir wissen jetzt, wer du bist, wir wissen, wie du heißt und deine Familie wartet auf dich. Und er sagt sich so, okay, mein Großvater ist tot. Und ich habe sonst keine Familie. Und die Polizisten kommen rein mit einem Fahndungsplakat und es blickt ihm sein eigenes Gesicht entgegen. Und sie sagen, du heißt Cashel Road Night, du bist seit 2 Jahren vermisst, wir rufen jetzt deine Familie an. Und er sagt, okay, was habe ich zu verlieren? Ich habe ja sonst niemanden. Und nimmt die Identität dieses Jungen, den er nicht kennt, mit dem ihn nichts verbindet, an. So fängt diese Geschichte an und Jenny Valentine hat es geschafft, aus dieser Geschichte, aus diesem eigentlich offenkundigen Thriller, eine solche Suche nach der eigenen Identität zu machen, weil Cashel sich die ganze Zeit fragt, wann fliegt das auf? Seine Mutter oder seine Ziehmutter muss doch irgendwann merken, dass er nicht der Sohn ist. Und diese Familie, er kommt hin und langsam merkt er, dass die Mutter immer so rote Augen hat. Da stimmt irgendwas nicht, dass die Schwester so betont freundlich ist, da stimmt was nicht und der Bruder, irgendwas ist da los. Und in dieser Familie gibt es wirklich ein äußerst dunkles Geheimnis und das Buch ist bis zum Schluss sowas von spannend. Das ist wirklich unglaublich für ein Jugendbuch. Ich habe das Leseexemplar mit nach Hause genommen, habe gesagt, Schatz, ich bin nicht da, nimm das Kind, bring's ins Bett und habe dieses Buch an einem Abend durchgelesen. Das können Sie für sich kaufen, auf jeden Fall. Dann können Sie es vielleicht auch Ihren Jugendlichen geben, aber erstmal lesen Sie es selbst. Vielen Dank.